Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. So, wir beginnen auch direkt. Punkte lasse ich da von der letzten Runde. Und jetzt wird einfach eine Partie gesucht. La 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 la. Na, mal gucken. Ja, ich wollte gerade sagen, es geht ja normalerweise, wenn man alleine oder zu zweit ist, noch recht schnell. Ab drei oder vier Personen braucht man dann schon wieder ein bisschen länger. So. Und wir sind alles nur Mädels. Yay. Dreh mich mal ein bisschen. Was muss ich machen? Achso, Kooperationsaktionen ausführen. Das heißt, gemeinsam heilen, gemeinsam reparieren. Gut. Aber es muss nicht immer halt von einer Runde sein. Nee, steht nicht dabei. La 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 la. Das heißt, vielleicht haben wir gleich Glück, dass wir direkt bei jemandem sind und wir können direkt mit dem schon zusammenarbeiten. Punkte und Punkte. Punkte, Punkte. Ich hoffe, dass die Lobby jetzt gleich nicht so ein bisschen ruckelt. Weil der Killer hostet ja die Lobby und wenn es bei dem laggy ist, dann ist es bei uns leider auch so. Du Biest, hör auf mich zu beißen. Meine Katze. Aua, das tut wirklich weh, du Raptor, ey. Darf meine Maus anfassen. Wie soll ich sonst zocken? Mag er nicht. Weil hier sein Hintern liegt jetzt hier. Ich kann ihn nicht spielen, richtig. Ich muss ihn, glaube ich, gleich mal nach der Runde. Pater Campbells Kapelle. Ah, da ist sogar jemand. Geil. Das sind sogar zwei. Hallo. Das sind sogar alle. So, wir laufen gleich mal hier mit Maggie McMacken. Es ist natürlich Hasi. Ich hoffe, dass sie jetzt hier nicht ganz genau suchen wird, weil sonst I have a problem. Tja. Wäre natürlich cool gewesen, wenn die jetzt hier noch in der Nähe gewesen wären. Da hinten haben sie gerade einen fertig gemacht. Super. Also, das sollte jetzt nicht ironisch klingen, ne? Das meinte ich jetzt gerade ernst. Dann haben wir jetzt nämlich zwei fertig. Okay, da kommt natürlich in meine. Hey!
Ja, kannst ruhig werfen. Ich gehe jetzt mal gucken, wo die anderen sind. Das sieht doch gut aus. Muss schon sagen, das ist jetzt eine ziemlich ernüchternde Runde, ne? Weil die steht nur da vorne rum und schlägt. Laufe ich mit der natürlich mit. So, einfach jetzt hier hinterher. So sollte das, denke ich, ganz gut klappen, ne? Ich gucke jetzt trotzdem mal kurz rein, ob hier irgendwo noch ein Totem ist. Nö. Gut. Bisschen Haken. Das war eine. Ach, hier. Ich zerstöre jetzt noch das Fluchtotem. Dafür habe ich ja noch Zeit. Ja, aber es gibt halt auch mal schnelle Runden, gerade wenn der Killer da hinten irgendwo rumsteht und einfach nichts tut. Dann hole ich mir noch die Punkte und dann gehen wir jetzt. So. Raus mit uns. Und die nächste Runde überlebt. Ich bin mal gespannt, wie viele Sekunden wir jetzt hinbekommen haben. Ich nehme nämlich nicht an, dass es jetzt 75 waren. Das werden weniger gewesen sein. Es fehlen nur 10 Sekunden, ne? Was? Ja gut, wir haben Pip Erhalt geschafft. Das war ein Pip, also kein Pip bekommen, war mir schon klar. Dafür war der Killer einfach zu inaktiv. Sucht die andere gerade ernsthaft noch die... Die steht da auch AFK! Oh mein Gott, was für eine Runde! Killer AFK, überlebender AFK, die hat da schon Raben gehabt, ohne Ende. Ja, nice. Naja, man muss ja auch mal Glück haben, ne? Aber ich muss sagen, ich habe des Öfteren mal so eine Killerrunde, wo komischerweise der Killer AFK ist. Meistens immer einmal so, wenn ich zocke. Obwohl, war der wirklich AFK? Weil der hat ja die ganze Zeit rumgeschlagen. Ach, war ein AFK-Killer. 10 Sekunden noch. Ey, 10 Sekunden noch. Ich level hier kurz weiter. Ach ja. Hier wird ja noch nichts weggenommen. Schlüssel finde ich so unnötig. Dann nehme ich doch den Schlüssel. Noch eine Batterie will ich nicht. Ja, wir leveln mal kurz hier hoch in der Zwischenzeit. Das ist gut und das ist gut. Wow.
das noch? Na gut. Okay. Ach komm, wir lassen das Leveln jetzt. So, gut. Ich beende jetzt die Folge an dieser Stelle. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.